das die Arena? Ja. Und, nervös? Durchfall, Blitzdurchfall. Genauso groß wie ein Fußballfeld, 113 Meter, 45 Meter. Wahnsinn. Wir fehlen 5 Meter, dann hätte ich die DFB-Masse. Oh mein Gott. Krass, oh Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Tickst du noch ganz sauber? Warum soll ich das machen? Weißt du, Spaß macht? Ich mach's nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nicht kotzen, Schatz. Stell mal vor, und jetzt stellt euch mal vor zu Hause, ihr müsst es machen. Ey, das ist Luna. Die alle. Wirklich, weißt du, was du? Ja, das werde ich nie vergessen. The Sound of the Reserva ist better. Landschulheim mit der Realschule und dein Song Platz 1. Si, señor, efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Und dann kommt Sigi und nimmt uns ein Mikro ab. Yeah, yeah, yeah. Du, ich, ja, a la fiesta. Du, ich, ja, toda la noche. Bailando, bailando. Amigos, adios, adios. El silencio loco. Vamos a la playa. Oh. Ey, dass wir an einem Tag, das ist mein erster Mallorca-Auftritt, dass wir das Line-Up sind von einem Samstag, cool, werde ich nie vergessen. Luna, Lucas Cordalis, weißt du, werde ich nie vergessen. Wir sind old school und you with the next generation, so ist das. Musst du jetzt gleich? Ja, ich habe schon jetzt gerade gemacht. Krone auf den Kopf. Okay, Sigi, hör dir die Lieder an, ist ganz anders. Ja, das ist First High Start, ey, komm. Halb acht, 22.30 Uhr werde ich in den Megapark gehen und ja, dann warten, bis mein Auftritt ist um 23 Uhr. Jetzt erstmal schönes Essen und das Essen hier. Wow, es ist so ein unglaubliches Gefühl, weil man heute Morgen noch in Hamburg war und jetzt ist man einfach in Spanien. Ja, Schatz, ja. Das ist so unfassbar einfach. Oh, Jungs, da werde ich mir was Schönes gönnen. Okay, Leute, jetzt gehen wir nochmal ins Bett hier, ein letztes Mal. Dass mich die Frau nochmal abpumpt, dass ich dann fit bin. Hallo, du bist wieder zu. Nee, das machen wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, bis später. Mein Outfit, eins in den Chat-Trikot, schön oversize, 3XL. Gute Figur machen, weißt du, was ich meine? Dann die schwarze Jeans, wie man sie kennt von mir, bei Auftritte. Drunter ganz klar die Mentos Boxershorts. Ich hätte auch eine Knossi Boxershorts nehmen können, aber ich dachte mir, komm, erst zu spät gesehen. So werde ich gehen. Was sagt ihr? Jungs, haut's mal in die Kommentare. Und dann natürlich immer eine brandneue, freshe Sonnenbrille. Die Krone habe ich auch schon, Freunde. So werde ich hochgehen. Dieser Knossi, der ist, ja. Text schon jetzt schon vergessen. Könnt kotzen, jetzt schon vergessen, Text hat sie. Der war ja voll daneben. So, pass auf, ja, danke. So gehe ich. What you say? Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Hoffentlich kommt das gut an. Das wird ja so ein Song sein, den keiner mitsingt. Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Und dann musst du halt gucken, dass du den Text nicht vergisst. Ich will ein Kotelett vom Kalb, dazu ein Kilo halb und halb. Meine Beilage besteht aus Fleischkroketten. Wenn es um Ernährung geht, lebe ich streng nach Fleischdiät. Früher morgen beispielsweise schon Buletten. Leute, ich bin jetzt hier in einem Büro in Spanien oben drin. Das ist der Sigi. Hallo Sigi. Servus, grüß dich. Das ist der Mann, der, wenn's nicht läuft auf Verbindung, der holt dich nach 10 Minuten runter und sagt, komm, vielleicht eine andere Saison, ein neuer. Das ist heute der Toni, der passt einfach auf mich auf. Das ist der Schrank, der laufen kann. Und das ist meine Freundin. Und das hier, damit richtig Druck aufgebaut wird, ist Lawrence Büffel Goldene, Johnny Depp, mittlerweile Platin. Und hier liegen noch ein paar Mickey Krause Autogramme. Ich gehe runter. Los, hier wird der Wahnsinn. Noch was? Unfucking fassbar. Schatz, du hast ja keine Ahnung, mach du doch mal sowas da unten. Druck aufbauen. So, jetzt geht's los. Wollen wir noch mal einmal brechen kurz? Extrem aufgeregt. Jens ist ex.
extrem aufgeregt. Ich scheiße mir die Hose, Sigi. Die Leute stehen an, hier komme ich rein. Hose. Ey, Jungs, ich weiß nur, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Ich habe schon viel in meinem Leben gemacht, aber weil ich hier ganz allein bin, scheiße mir schon die Hose. Ready? Ja. Backstage-Bereich, jetzt geht's gleich los, geht gleich rein, Sigi. Warum macht ihr Einlassstopp? Muss es sein? Das wird mir wissen. Ja, die dreht jeder ist ein Typ auf Knossi. Ja. Ich kenne ihn. Und es warten keiner auf der vor der Bühne. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich hab keine Ahnung. Ey, ich muss kotzen. Wenn du kotzt. Du war Dena. Hören Sie mal, Cherry Berlin aus dem Mittelaltercamp, unsere Feuerfrau, macht heute Bühnenshow. Alge, 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 Scheiß, Knossen, Knossen, Alge, 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 Al
Was ist Shelly? Shelly, Arsene, Arsene, Patrick, Patrick, Patrick,
Es ist der König, der meines Landes ist. Eins in den Chat!
Tschüss, Megapart. Ich habe mich jetzt leicht erholt, Freunde. Der Auftritt ist ungefähr eine halbe Stunde her. Vielen Dank für die Liebe, wie ihr mich empfangen habt da. Megapark. Sorry, ich konnte nicht mit jedem Foto machen. Das war leider nicht machbar. Ich wurde dann weggezogen, weil die Leute so gedrückt haben. Ey, ich danke euch, wie ich hier empfangen wurde. Schatz, wie war's für dich? Es war so geil, auch da zuzugucken und so. Und die Stimmung, das war krass, wirklich. Das war, ihr müsst alle mal nach Mallorca gehen. Das war krass. Ich kann nur sagen, es war für mich einer meiner größten Träume, mal auf Mallorca aufzutreten, immer heimlich mit Kopfhörern. Zu Hause nachts vorm Spiegel so Micky Krause gesungen und jetzt war ich da oben und die Leute haben sich so gefreut, mich zu sehen. Das war meine größte Angst. Die Leute haben mich auch beworfen, aber bestimmt, es kamen bestimmt 50 Sachen hochgeflogen. T-Shirts, Fußballtrikots, Brillen, Handys. Die Leute haben ihre Handys nach oben geschmissen. Ihr spinnt ihr. Das war toll. Und meine Krone, ey, an den Mann, der meine Krone gekriegt hat. Viel Spaß damit. Mallorca, ich komm wieder. Ich freue mich. Also wenn Sigi sagt, ne? Er kommt. Ich komme auf jeden Fall zum Opening. Es lohnt sich für euch, Megapark Opening. Da bin nicht nur ich da, Finch Asozial ist da, Echo Fresh, meine Freunde, die Atzen, es sind die krassesten Leute da. Alle sind sie da. Komm vorbei. Tschüss. Diese Jungs hier standen vorne links in der ersten Reihe. Freut mich total. Werden eigentlich im Bierkönig gegangen, haben gesagt, Knossi, wir gehen Megapark. Ey, freut mich total. Weil, guck, ey, das war aber echt. Ich hab mich gefühlt, wie wenn ich auf der Bühne bin, da sitzen nur Freunde um mich. Meine Fresse ist an der Bushaltestelle. Ey, genau da haben wir auf dich gewartet und wir haben dich nicht gefunden. Ist doch krank. Ey, Mann, das ist Knossi. Mach mal einen Blick an. Du bist die Freundin, ne? Ja. So. Ja, natürlich, ja, natürlich. Das ist YouTube. Wirklich? Sag mal was zu YouTube. Ey! Hey. Schönen Gruß. Wir wollen bitte hochladen, Mann. Ey, ich grüß. Ich weiß nicht, was ich grüß Monde. Wunderbar. So, hier bin ich nochmal. Umgezogen komplett. Ja, weil wir noch was essen wollen am Ballermann. So erkennt mich keiner. Oder? No joke. Nee. Ich bin euer Tennislehrer. Wir üben heute mal Vorhand, Rückhand. Hey! An dir werden sie mich wieder erkennen. Ja, hat viel gebracht. Komm. Das war's. Wir sind noch in der Schinkenstraße. Boah, die fliegen schon bald ab. Jungs, I wish you was. Für euch. Gönnt euch. Das war mein erster Vlog ever. Aus Mallorca. Ciao. Danke an alle.